Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2, meinem ersten Schalter im Titan und seinem Wochenloot-Tag. Und ja, es gibt ja auch wieder Loot. Und ich hoffe einfach, dass da irgendwo Exo rausdroppt. Und wenn nicht, dann ist es schade. Wenn ja, ist super. Gucken wir uns mal kurz mein Schiff an. Mach ich jetzt auch mal wieder. Ich finde es ziemlich cool, dass wir hier immer so andocken. Ja, sonst neue News gibt es eigentlich nicht weiter. Man wartet ja immer noch auf weitere kleinere Details zur Black Armory, also die schwarze Schmiede, die wo es ja losgeht am 4. Dezember mit dem DLC. Aber da warten noch einige. Aber es gibt noch nichts an Infos. So, wir gucken noch mal kurz einmal rüber, was ich denn jetzt alles wieder abholen kann. Das sind eigentlich die Standardsachen, sagen wir es mal so. Einmal hier natürlich der Gambit-Beutezug erledigt. Hier, mach schon. Dann habe ich natürlich hier gesucht, Spider-Beutezug erledigt, Arcadia Accord. Dann hier natürlich Assistenten-Herausforderung erledigt. Dann hier einmal Tor zwischen den Welten erledigt. Und da gibt es noch dann hier einmal... Wo ist denn das jetzt, verdammt? Da! Krieg um die träumende Stadt erledigt. Da kann ja auch Exo rauskommen, wie wir gesehen haben bei Warlock. Da muss ich hier noch ein bisschen was einlösen. Ja, so sieht es im Moment beim Titan aus. Eigentlich ganz nett, sagen wir es mal so. Und dann gibt es natürlich auf der Welt auch noch was abzuholen. Und zwar haben wir hier einmal noch wieder auf Titan bei Sloan natürlich wieder hier den Loot für die Flashpoints, die ich abholen, das, was ich abholen kann. Und dann natürlich hier wieder im Turm natürlich von Ikorei hier, ne, Hüter aller Hüter. Und hier natürlich Clanbelohnung bei Hearthstone. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr neue Exos gekriegt oder nicht? Bei mir ist übrigens auch ein Exo gedroppt beim Titan, ja. Ich löse die Sachen aber noch nicht ein. Ich weiß nicht, ob das random ist, was jetzt hier rauskommt oder nicht. Weil das mache ich erst, wenn das DLC erschienen ist. Weil da gibt es ja 5 neue Exos. Aber, also gut, die meisten muss man wahrscheinlich erst spielen. Aber soll ich doch ziehen mal eben zum Schluss? Ich weiß noch nicht, entscheide ich gleich. Ja, vielleicht ziehe ich es dann doch gleich mal eben. So, wir fangen jetzt aber erstmal an, bei Equaray und bei Hearthstone wieder die Sachen abzuholen. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann, ja gut, okay. Ich werde dann das Exogramm mal eben ziehen aus der Poststelle. Macht ja nichts. Hoffentlich kommt auch ein neues Exo raus. Wenn nicht, dann wäre er blöd. Wenn ja, wäre super, wenn da was Neues drin ist. Weil bei diesem Titan hier habe ich natürlich auch noch einige Sachen, die ich nicht bekommen habe. Ich könnte gleich mal kurz mal gucken, welche Sachen noch fehlen. Und ja, vielleicht habe ich einfach mal wieder Glück heute, dass da irgendwo was Schönes an Exos neu rauskommt. Ja, Forsaken Exos, nichts Altes, das wir hier keine haben. So, exotische Ausrüstung, gucken wir mal kurz nach. Beim Titan hier, da fehlt mir nämlich noch hier Ursa Furiosa, dann fehlt mir hier noch Herz des Innersten nichts und dann fehlt mir hier noch einäugige Maske. Ja, das waren alle, gut waffemäßig. Ja, gut, da gibt es natürlich auch noch die eine Waffe, glaube ich, die habe ich noch nicht. Hier ist noch unbekannt, Energie. Hier Dreifaltigkeits-Goal, Gil, oder was? Kann ich mal nicht aussprechen. Hier noch einige unbekannte Sachen drin natürlich, aber gut, das kommt ja noch mit dem DLC. So, Hüter aller Hüter wird abgeholt bei Equaray. Fangen wir da erstmal mit an. Wie kann die Vorhut behilflich sein? Okay. Wirnitz-Zeichen, Wirnitz-Zeichen. Ja, ich bin gerade frisch aufgestanden, dann habe ich es mal wieder mit ihm reden. Wirnitz-Zeichen hier, Handfeuerwaffen-Reserven. Brauche ich das? Ausdruckgewehr-Plünderer. Regeneration schon besser. Nee, brauche ich nicht. Kann auch wieder direkt weg. Schade aber auch. So. Passiert. Ist also, wie gesagt, kann ich nicht ändern. Ich will nicht alles jetzt lagern. Bringt einfach nichts, weil wenn das Power-Level wieder hochgezogen wird, jetzt am Dienstag, angeblich auch um 50 Punkte, also auf 650 Power-Level, dann brauche ich die Sachen sowieso alle nicht mehr. Das ist halt immer so. Außer man hat natürlich genug auf der hohen Kante, um es zum Informieren zu nutzen, also die höheren Sachen, das jetzige, oder halt mit besseren Perks, die alten Sachen, aber sonst eigentlich erstmal nicht. So, Klammblumen. Die Leute erwarten. Schade, Retter-Nachahmung, Beinschienen, okay, man wollte sie mitnehmen. Und wie du, die kleinen Gramme, Dämmerung und so, die werde ich dann beim anderen Schein noch einlösen, beim Jäger, weil ich glaube, ich werde hier nochmal hochspielen, ja. Ein bisschen Zeit habe ich ja im Moment, deswegen werde ich hier nochmal hochspielen. So, was haben wir denn hier? Retter-Nachahmung, Beinschienen, Beinschutz, was haben wir denn hier drin? Handfeuerwaffenplünderer, Impulsgewehrplünderer, da haben wir hier noch Bogengeschick und dann hier Powergeschick. Brauche ich sowas? Ich glaube nicht. Nö, war nicht. Kann weg. Schade aber auch. Pech gehabt mal wieder. Aber macht nichts. Es geht weiter. Wie gesagt, die Hoffnung stimmt zuletzt immer hier, ne? Bis zum Ende hin kann irgendwo noch ein Exo droppen aus den ganzen Beutezügen. Ich hoffe einfach mal, das passiert auch irgendwie. Weil ich brauche noch einige Sachen hier. Es ist echt immer übel. Ich habe viel gezockt wieder, ganze Woche wieder durchgezockt. Es kam außer jetzt beim Warlock ein Exogramm gedroppt und hier beim Titan ein Exogramm gedroppt. Sonst eigentlich nur Mist an Exo-Sachen, weil es alles alte Sachen waren. Und deswegen ist es noch ein bisschen ärgerlich dann, ne? Es ist ein bisschen traurig. Sagen wir es mal so. Ist ein bisschen traurig. So, jetzt kommen wir mit den Beutezügen aber. Ich würde sagen, da fangen wir hier mit dem einfachsten an natürlich hier. Oben einmal hier 8 täglich Beutezüge abgeben. Krieg um die träumende Stadt. Machen wir direkt. So, da gab es dann jetzt hier Träumerei. Morgen Röte Panzer.
Auch nicht so geil, oder? Gucken, was die Perks drin sind. Hier, wir fangen jetzt mal von hinten an. Pistolenreserven, Spezialmunitionsfinder, ruhiges Impulsgewehr zielen. Ja, das brauche ich alles nicht. Das ist wieder für die Katz, das lächerlich. Weg damit. Schade wieder, ja. Sag ich ganz ehrlich, schade, schade. Gambit-Beutezüge. Warte mal, ich kann ja den mal kurz rausnehmen. Da kommt hier nichts Interessantes raus, glaube ich. Alte apokalyptische Panzer. Dann fangen wir jetzt hier mit Arcadia-Akkord gesucht bei der Beutezug an. Streuhorn-Beinschienen. Auch nichts Tolles, ey. Was ist los? So, das ist ja auch ein Drop. Maschinenpistolen. Brauche ich nicht. Ist auch Low-Level. Will ich jetzt nichts infundieren, weil ich will meine ganzen Verbesserungskerne sparen erstmal, ja. Fürs Add-on. So, Streuhorn-Beinschienen. Was haben wir denn hier? Primärmunitionsfinder, Scout-Gewehr-Plünderer, Bogengeschick. Auch alles wieder blöd. Ach man. Kommen keine God-Roll-Perks oder sowas. Also ich spiele meistens halt mit Raketenwerfern. Das macht mir am meisten Spaß mit Raketenwerfern. Oder halt Fusionsgewehren. Geht natürlich auch hier. Dann mit der Schläfer-Simulant. Oder hier halt mit Schrotflinte sowieso meistens immer, ja, oder sonst mit Scout-Gewehr. Hier oben mit Automatikgewehr, weil das ist sozusagen meine Gambit-Ausrüstung im Moment, ja, weil ich natürlich dann die Beutezüge noch, oder den, hier die Waffe haben will, hier oben, ne, hier, Halsbruch. Da habe ich schon Previews gesehen, einige haben das schon alles erspielt hier. Das ist auch krass hier, dass hier einige, Fangfrage erspielt haben und, hier, ja, und das an den Granatenwerfer-Gipfel irgendwas. Da gibt es einige, die haben das Ding alles schon durchgespielt. Ich habe keine Zeit für. Muss man sich mal reinziehen. 40 Gambit-Matches und hier Automatikwerk-Kills und so. Ich bin dabei, aber es dauert. Und man hat auch keinen Bock mehr auf Gambit, ganz ehrlich. Weil irgendwann ist man halt komplett gesättigt, was das angeht. Und ist komplett genervt von Gambit, wenn man die ganze Zeit random spielt. Da kriegt man ganz einfach auch noch auf den Deckel. So, genug gesabbelt. Mach schon. Genau. Das passt ja auch. Los geht's. Entfernter Verwandter. Oh Mann. Auch nichts Besonderes. Aber die Perks gucken wir uns mal eben an. Explosivladung, gut für PvE. Und vollautomatisches Abzugssystem. Hört sich gut an, kommt in den Tresor. Ist das mit drin? Vollautomatisch bei Skokman ist immer ganz nett. Und dann Explosivladung ist auch gut für PvE. Deswegen hauen wir das Ding einfach mal in den Tresor rein. Ja. Was soll das? Das hauen wir auch immer rein. Ein bisschen Platz schaffen hier. Zum Infundieren hauen wir mal ein bisschen was rein. So. Dann haben wir jetzt natürlich noch hier die Superbeutezüge. Natürlich, ich sag's gerne nochmal, ne, das, wie ich es jetzt hier mache, wenn ihr Beutezüge abholen, macht das nicht mit eurem Low-Level-Char, sondern macht es nur, wenn ihr Power-Level 600 oder annähernd 600 seid, da wo auch dann wirklich bei euch 600er Power-Level-Sachen droppen, sonst bringt das alles nichts. So, dann machen wir eben Tor zwischen den Welten, die Opfergabe abholen. So, und jetzt kommt natürlich mal gucken, vielleicht kommt da ja extra wieder raus, gibt's ja auch, weil das ist ja eigentlich Monster-Loot, da kommt ja einmal der Loot hier raus, mächtige Ausrüstung, und wie gesagt, von Petra, der wöchentliche Beutezüge, kommt auch Loot raus. So, 3, 2, 1. Naja, okay. Ob das jetzt alles gut ist, werden wir sehen mit den Perks. Tomaria Morgenröte Zeichen hier einmal mit Impulsgewehrreserven, dann Scout-Gewehr-Plünderer. Dann haben wir hier einmal Isolation, Regeneration und dann hier Rekuperation. Okay, auf Level 1. Ja, gut, die Waffen spiele ich ja, deswegen kann man das mal so lassen. Ja, was lassen wir erstmal. Haben wir hier einen Helm gekriegt. Tomaria Morgenröte Helm. Das haben wir hier. Visionsgewehrreserven muss ich auch noch und Maschinengewehrreserven. Okay, das behalte ich hier. Das ist schon mal gut. Bogen zielen, Asche zu Angriff, schwer in Ordnung. Ja, hier natürlich auch. Ja, 3, den Helm behalte ich. Der ist gut, der ist nicht schlecht. Den kann man behalten. Leider keine schwere Munition, aber den behalte ich erstmal. Dann lösche ich den hier weg. Dann nehme ich den im Tausch. Dann lasse ich den auch weg hier. Der Helm war ganz gut. Von den Perks gefällt mir. Kann ich gebrauchen. So, Tigerlist hier einmal. Grabräuber, dann hier einmal dynamische Schwungreduktion, hier das Magazin, dann Zusatzmagazin, Pfeilspitzenbremse und dann Korkenzieher 3 auf Level 4, okay. Was kann das denn hier? Wenn der Abzug gedrückt ist, verstärkt das Schwungreduktionssystem die Präzision mit der Zeit, okay. Und dann durch Nahkampfkills wird automatisch ein Teil des Waffenmagazins nachgeladen. Gibt Munition für Primärmunitionswaffen, lädt Spezial- und Schwermunitionswaffen aus den Reserven nach, okay. Hört sich auch lustig an, ob es dann im Endeffekt brauchen werde, wird sich zeigen. So, habe ich hier irgendwas noch vergessen? Ich guck mal kurz noch. Nö, eigentlich nicht. Oder vielleicht doch. Ich frage mich, ob die Nö. So, jetzt ziehen wir das Ex noch. Ja, zur Feierlichkeit. Wir gucken, was rauskommt. Bitte was Neues, nichts Altes. Bitte, 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 bitte. Nein! Unbändiger Löwe, ich glaub's nicht, ey. Oh, das meine ich. Das ist einfach nur ärgerlich.
Ich habe echt lange gebraucht jetzt, dass die raustropft. Jetzt kriege ich hier unbändiger Löwe, ey. Wie blöd, ey. Gut, vielleicht soll ich dann doch nicht. Vielleicht sollte man vielleicht die Exo-Engramme noch mal behalten, bis das neue DC rauskommt. Vielleicht müssen ja irgendwas so patchen, weil. Und dann kriege ich nur alte Sachen. Das ist echt nervig. So, alle erwarten, dass du dich selbst aufwächst, so wie es die ehemaligen Löwen deines Blutes taten. Okay. Sprungdüsen bietet zusätzliche Manövrierfähigkeit in der Luft und akkurates Hüftfeuer, wenn man sich beim Schweben in der Luft befindet. Okay, dann erhöhte Mobilität, verbesserte Gesundheitsregeneration, Schussgewehrgeschick, dann Verewigung, dann haben wir hier noch Reichweite, dann hier Automatikgewehrplünderer und dann hier einmal Pistolenplünderer. Ja, Mods kann man einsetzen, es gibt auch sogar ein Ornament. Raketenforscher habe ich hier als Ornament. Sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Ja, doch. Das sieht schon ganz nice aus. Um zu springen hier mit diesen schönen Beinschutzschuhen, unbilliger Löwe, um Distanzen zurückzulegen und zu manövrieren, ist das Ding ganz gut. Aber sonst werde ich es nicht tragen. Ach man. Ja, doch kein Forsaken Loot. Nee. Naja, gut, wir fliegen jetzt nochmal schnell natürlich hier noch zu Sloan. Ja, dann hat sie schon wieder erledigt. Ohne Witz. Ich dachte, da wäre was Schönes Neues drinne. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ja, man spielt wirklich lange und richtig viel. Und da kommt halt noch Mist raus. Ja, es ist unglaublich. Es ist dann auch wirklich traurig, weil es demotiviert. Ganz ehrlich, es demotiviert einfach. So, alte apokalyptische Panzerhandschuhe noch eben gekriegt mit Aufstieg, Levelaufstieg. Linear, Fusionsgewehrplünderer, Schwertplünderer, Fusionsgewehr, Lader, Fastball, erhöhte Mobilität, dann hier einmal erhöhte Blastbarkeit auf Level 3. Hört sich interessant an. Brauche ich die oder brauche ich die nicht? Ne, da habe ich hier bessere. Kann weg. Das kann wieder weg. Und noch für Verbesserungskämme genommen. Ist immer gut. Naja, wie gesagt, es ist halt alles für die Katz ab und zu hier. Leider wird ja auch die Dropchance oder auch das Xur Forsaken Exus hat, wird nicht erhöht und auch nicht, dass Xur irgendwas Neues, Schönes in der Sammlung hat. Die könnten das ja irgendwie auf ein Exo auf 1000 legendäre Bruchstücke machen oder so. Ein neues Forsaken Exo bei Xur. Das wäre doch gut, oder nicht? Finde ich. Irgendwie sowas. Utopische Preise. So, Flashpoint auf Titan erledigt. Gib mir dazu mit dem Exo. Nein, natürlich nicht. So, das gucken wir uns gleich direkt an, aber ich fliege jetzt noch zur Opferabgabe. Wie gesagt, und dann hat sie es auch leider schon wieder erledigt. Wieder kein Exo. Gut, Exo habe ich ja gekriegt, mehr oder weniger, aber das hat ja jetzt nichts mit den Beutezügen zu tun, aber gut. Es ist halt so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. So ein Mist. Ich helfe dir. Erinnerlich koche ich gerade eigentlich. Würde ich das ganze Zeit nur rumhaten, aber lassen wir mal lieber. So, falsche Seite des Rechtens. Scout-Gewehr, das Richtige aus den falschen Gründen. Da haben wir hier einmal Tobin, Kills mit dieser Waffe verursachen temporär erhöhten Schaden, dreimal stapelbar. Hüftfeuergriff, ergonomischer Griff, der sowohl Präzision als auch Stabilität verbessert, wenn aus der Hüfte gefeuert wird. Ich meine, wer spielt Scout-Gewehr aus der Hüfte? Ich nicht. Verbesserte Geschosse hier einmal, ein vergrößertes Magazin. Ja, hört sich auf jeden Fall nicht gut an, kann direkt weg. So bin ich da, so bin ich der Meinung. So. Ja, das sieht so übrigens mein Char hier, so sieht er aus. Wie gesagt, das ist die Gambit-Ausrüstung im Moment. Muss ich auch noch ein bisschen verbessern hier mit Automatikwehr-Kills. Ja, und sonst werde ich dann mal ein bisschen mit dem Jäger anfangen. Vielleicht hat der ja mal Glück und hat da irgendwo extra einen neuen Exo. Obwohl der schon gut. Also der, mein Jäger, mein dritter Char, den ich mir als drittes angefangen habe, hat eine bessere neue Exo-Ausrüstungstabelle, also die da, die gedroppt sind, die Sachen, als die anderen Chars, die ich viel länger gespielt habe als ihn da. Also keine Ahnung, was das soll, was das Bungee-System da macht für den Chars. Aber auf jeden Fall, Titan habe ich am längsten gespielt. Da habe ich wenig, also am meisten Ausrüstung habe ich mit dem Stand, wo ich am wenigsten gespielt habe. Also es ist komisch. Wie gesagt, das nervt auch irgendwann. Da möchte man am liebsten eine böse E-Mail schreiben oder so. Obwohl, wahrscheinlich wird die eh nicht angenommen oder nicht gelesen. Aber es ist echt übel. Man spielt zig Stunden, ja 10 Stunden für beide Chars oder 11 oder 12 Stunden, keine Ahnung. Und man kriegt dann zwar einen extra gedroppt aus dem Major, der wo das halt rausfluppt, ja, wenn man aber es so gelegt hat. Und was kommt da raus? Löwen, unbändiger Löwe. Toll. Super Sache, ey. Ja. Jetzt muss ich dann noch, wie gesagt, zur Königin hier. Jetzt zieht man wieder auch einen Schwank. Dann sind wir auch durch. Tja, soll nicht sein, ne? Pech,
gehabt, echt jetzt. Zumindest komme ich jetzt wieder gleich in den Raum hier rein, der so schön aussieht. Oh. Die Disco-Kugel öffnet sich. Also hier gibt es natürlich auch Lore und so zum Finden, ne? Habe ich auch nicht Video gemacht, habe ich schon alles gesammelt. Sorry dafür. So. Sag mir, wie mein Bruder gestorben ist. Er ist für euch gestorben. Alles, was er tat, tat er, um euch zu retten. Mein Bruder war stark, schlau, ergeben, aber beeinflussbar. Ich wusste, dass meine Pläne riskant für ihn waren. Es war keine Überraschung, als ich seinen Tod gespürt habe. Er hat unseren Freund getötet. Ja, ihr müsst es vermissen. Hat dich deine Rache befriedigt? Mich nicht. So, Kiste ist da. Sie hat genug geredet. Wie gesagt, die Lore ist da hinten. Ich zeig's gerne nochmal. Ihr müsst da hinten lang springen und dann ist da hinten irgendwo die Lore. Aber da kann ich leider nicht mehr zeigen. Ich hab schon einfach so geholt. So, Simsalabim. Schlaflos. Okay. Hoffentlich mit guten Perks. Wenn nicht, dann kann das Ding auch wieder weg. Zwar Low-Level, aber um zu kommen, ja, gute Perks raus. Fixer Zug und dann Selbstladehalter. Braucht keiner, kann wieder weg. Ich brauche Clusterbomben und Zielverfolgung. Das wären die besten Perks, aber leider nein. Ja, nur das eine Exo gekriegt. Ein altes Exo hat sich mal wieder nicht gelohnt. Tolle Wurst, aber lässt sich gerade nicht ändern. Wie gesagt, es ist halt leider so. Und ja, würde ich sagen, bis demnächst reingehauen. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich jetzt erstmal. Und dann mal gucken, ob ich den Jäger jetzt schnellstmöglich noch fertig kriege oder nicht. Ich hoffe, bei euer Loot ist besser. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so gekriegt habt in den letzten Wochen. Würde mich auch mal interessieren. Und ja, dann bereitet euch einfach mal auf die DLC vor. Schon alles farmen, schon alles stapeln, ja. Nicht so viel ausgeben, auch Verbesserungskerne nicht. Und dann sind wir demnächst wieder hier auf diesem Channel aktiv mit einem neuen Video. Reingehauen und tschüss!